Hallo zusammen und willkommen auf diesem Kanal. Wir sind hier, weil wir wissen, was wir auf dieser Etappe sehen. Also kommt mit und schaut zu. Also, ihr habt euch entschieden, hier jetzt anzuschauen, was euch erwartet, wenn ihr das auch fahren wollt. In diesem Fall zeige ich euch das. Starten wir hier an diesem Platz. Geht es dann los. Der Daniel ist auch noch da. Und dann müsst ihr dann hier über die Strasse rein, wie auch immer. Ihr findet das selber auch. So oder so, kurz nachdem dort, wo es losgeht, haben wir schon die erste Steigung. Dann fahren wir an einem Imbiss vorbei. Wenn es ihn gibt, gibt es ihn. Wenn es nicht gibt, gibt es ihn nicht. Im Film ist es drin. Das ist halt ewig online. He? Aber auf jeden Fall heisst das für mich, ich mache hier jetzt Pause. Mittagspause. Und esse mal erst etwas, bevor es weitergeht. Denn allzu weit ist es von hier auch nicht mehr zu meinem nächsten Übernachtungsplatz. 20 km oder so. He? Jo, das habe ich noch nie erwartet. Das hätte ich auch noch gesagt haben. Oh, da bleibt mir gerade so, man muss ja schnell die Hand wechseln. Wenn man nichts sieht, warten wir geradeaus und sonst fahren wir die Nummer nach. Alles klar? Noch eine kleine Korrektur. Es sind noch 42 km zu meinem Ort, nicht 20. Ich habe etwas verwechselt. Das war der gestrige Campingplatz. Ich habe einen Tag zu weit oben geschaut. Zum Glück habe ich eine Planung gemacht. Jawohl, man mag es nicht glauben. He? Und schon gleich ist man in einer Welt drin. Bern hat mehr Wald, als man sich vorstellen könnte. Ein ziemliches Stück weiter unten, wo man eine rasante Abfahrt hätte haben. Ja, mehr oder weniger. He? Jetzt hier der Bremgarten Wald. Gleichzeitig eine Wandertafel, die sich nennt Eimatt Campingplatz. Anscheinend gibt es hier in der Nähe noch einen Campingplatz. Vielleicht ist sogar das hinter mir hier. Das könnte noch sein. Und doch bin ich, wie gesagt, runtergekommen. Und in die Richtung. Alles klar? Jawohl. Das ist der Campingplatz hier. Hier fahren wir über die Kappelenbrücke. Wo wir das Gewässer hier unten sehen. So, jo. Schön ist es hier unten. Ihr habt ja gesehen, was es ist. Es ist nicht wirklich ein Gewässer, aber es hat halt auch Wasser drin. Lol. Ja, und hier, wo ich jetzt zur Zeit gerade fahre, gibt es wieder die Route, wo ich auch schon noch gefahren bin. Ihr wisst, genau hier unten ist sie eingeblendet. Dann seht ihr, was hier auch noch so durchgeht. Jawohl. Und seit der Brücke, die ich gesagt habe, geht es weiter. Also jetzt nochmal ein Kommentar weiter zurück. Da sind wir auch an einem Laden vorbeigefahren. Dort haben wir auch wieder eine Option zum Einkaufen. Dann geht es ein bisschen auf und ab, so wie üblich auf diesen Strecken in der Schweiz. He? Nicht so viel Flachlandzeugs. Dann fahre ich hier an einer Wandertafel vorbei. Die nennt sich Hofe. Das ist gut, wenn wir wieder ein Stück weiter oben sind. Dann geht es wieder runter und so fort und so weiter. So, also, da hinten habe ich jetzt mein Zelt trocknen. Jetzt mache ich ein bisschen die andere verlängerte Pause. Vorher habe ich nur schnell etwas gegessen, weil eben, ich muss ja irgendwo noch mein Zelt trocknen, wenn ich das kann. Solange es unten ist. Und das mache ich hier bei einem Hofladen. Weiter vorne ist nochmal einer. Auf der anderen Seite ist auch etwas gehabt. Wunderbar. Automaten, können wir die Milch rauslassen, da hinten ist nochmal ein Automat, da kann man mit Twin zahlen. Ich finde, da habe ich jetzt noch ein Selbstbedienungsladen, für ein Gemüse aufgebaut, wie es so angeschrieben ist. Perfekt. Ein Stück weiter oben, das heisst, dort unten sind gut beraten, falls ihr auftanken wollt von Energie, dann macht ihr das dort unten. Dort unten, weil... Eben, das heisst, wenn wir hier ankommen, das sehen wir in einem anderen Film, wo ich da schon gefahren bin. Da habe ich aber gar keinen Bepackt gehabt. Trotzdem empfehlenswert, hier aufzustossen. Einer von euch, wenn ihr das filmt, wenn ihr hier rauffahrt, ohne Akku, das will ich gerne sehen. Ohne Unterbruch. Jawohl, jetzt bin ich gerade noch immer vorbeigefahren, wo ich oben angekommen bin. Es war
ist nachher noch ein Stückchen aufgegangen zum Schieben. Da habe ich gesagt, ja, feucht, dass mir beweist, dass er dort rauf war. Das finden will ich sehen. Also, das heisst, dort weiter oben bin ich wieder an einer Wandertafel vorbeigefahren. Ja, da vorne scheint es gerade wieder runter zu gehen. Jawohl, nicht relevant. Aber schon seit längerer Zeit habe ich hier immer ein bisschen Gegenwind. Ihr seht es, von links nach rechts windet es und ich komme auch von rechts. Jawohl, ihr könnt es schon hören. Da läuft da immer viel Wasser runter. Seit dem letzten Punkt ist es runter und runter gegangen. Und hier fahren wir über die Brücke rein, die irgendwie wahrscheinlich Strom produziert. Ja, für die von euch, die Hardcore-Fahrer sind, ist das nicht relevant, aber ich möchte es trotzdem zeigen. Das hier. Ja, solltet ihr von der anderen Seite die Etappe fahren, habt ihr hier eine 20%ige Steigung. Ja, es entspricht fast dem, was ich vorher gesehen habe. Das war noch steiler gewesen als das andere. Ungefähr so um die 25-30% war jetzt einmal, wo ich gesagt habe, beweisen wir zuerst, dass ihr dort rauffahrt. Ohne Elektrounterstützung. So sieht der Untergrund aus. Es geht immer ein bisschen ab hier, mit Rücken und Gegenwind. Junge, da geht ein ziemlich heftiger Wind gehabt. Wahrscheinlich das schlechte Wetter, das kommt. Hier geht es durch, in einer Wandertafel. Sahnesteig. Sahnesteig, wohl eher ausgesprochen. Und auf der anderen Seite dürfen wir auch wissen, dass es so runter geht oder rauf, je nachdem wie wir können. Bleiben wir neugierig, wenn es kommt kein Schiff. Jetzt gehen wir schnell auf der Wetter-App geschaut. Mit der Schweiz hier ist keine Gewitterzone in der Nähe. Wir sehen, welche Richtung die Fahne weht. Das heisst, der Wind kommt direkt von hier. Ich gehe ein Stück in die Richtung und dann gehe ich rechts rauf. Und wenn das stimmt, was der letzte Herr mir gesagt hat, als ich unterwegs getroffen habe, dass das Westwind sei. Ich gehe eher in den Norden. Könnte Glück haben, der Regen geht an mir vorbei. Weil beim Rauffahren jetzt. Ich befinde mich hier in der Ortschaft Golaten. Wir sehen hier, ich bin ein Stück weiter raufgegangen. Jetzt geht es wieder etwas runter und wieder rauf und so weiter und so fort. Aber eben wie gesagt, es geht mehr in den Norden als in den Westen. Wenn ich Glück habe, dann trifft es mich noch nicht mit Regen. Aber es hat hier schon ein bisschen mehr Regen getroffen, obwohl es Sonne scheint. Wahrscheinlich bin ich hier gerade am Rand von einer Regenzone. Ich habe schnell auf meinem Smartphone geschaut, das hat ja hinten eingebaut einen Kompass, obwohl die Höhenangaben auch nicht stimmen. Aber das ist noch etwas anderes. Wenn das der Kompass da drin stimmt, dann ist es Südwestwind, der hier im Moment kommt. Auch wieder mal etwas von der Landschaft, die ich links vor mir und rechts vor mir sehe. Ah, Kürbisfeld. Ah, nein, Zucchetti. Zucchetti. Oh, fein. Ich habe nicht drauf gespuckt, das sind tatsächlich Regentropfen. Dort geht es nicht über die Brücke. Es tropft immer mehr. Jetzt bin ich schon mal überlegen, ob ich einen Regenschutz anlegen oder nicht. Weil, wenn es morgen auch noch wieder schlecht Wetter ist, kann ich das Zeug nicht trocknen. Dann habe ich nachts die Klamotten. Oh, und die Sonne kommt auch immer wieder führen. Der Schweiz ist drunter. Ah, das ist das Wetter, das man überhaupt nicht mag. Sonne und Regen gleichzeitig. Und dann Gegenwind immer wieder. Es geht jetzt nämlich Richtung Bielsee. Meine Erfahrung, die ich dort schon durch bin, hat gezeigt,
Der geht immer irgendwie an mit einem starken Wind. Und wenn es dann mal regnet und windet, ja, dann ist man immer gerne immer drin. Jojo. Hoffen wir das Beste. Wie immer, hey, hauptsächlich ein trockenes Zelt aufstellen. Das ist das Wichtigste, finde ich, für mich. Hier fahren wir jetzt gerade an der Badi vorbei. Das ist ein Freibad in Arnberg. Und ein bisschen weiter hinten auf der linken Seite war noch das Wasserkraft Arnberg, wo wir auch vorbeigefahren sind. Hier hat es wieder eine riesengroße Linde und ich will gleich am Kirin kratzen. Ah, die Viecher, wenn das Wetter umschlägt. Ah, jetzt muss ich hier runter. So, so, und wieder ein Stück weiter. Wird immer stärker windig hier. Tropft wieder weniger. Da gehen wir gerade über die Brücke. So nennt sich auch die Wandertafel hinter mir. Bargenbrücke, ja, Bargenbrücke heisst die. Und gleichzeitig fährt hier noch die Nummer 44 durch. Ja, ihr wisst Bescheid, blende die unten rein. Habe ich auch schon gemacht. Und die nächste Ortschaft da vorne, die nennt sich auch Bargen, deswegen wahrscheinlich Bargenbrücke. Wie auch immer. Türobenverkehr, viel Auto. Okidoki. Und jetzt noch etwa 10-12 km zu meinem Übernachtungsplatz. Und der liegt fast direkt auf der Route. Eigentlich doch ein ganz schöner Weg zum Fahren. Mit einer tollen Aussicht. Schönes, feine Schotterstrasse. Schotterweg, wenn nicht der frontalseitliche Wind wäre. Eieiei, geht da gerade der Wind. Ich muss jetzt spüren, mal ein Tröpfchen. Ah, ein bisschen grillen, sitzen. Jawohl, wieder eine Brücke. Jetzt bin ich ein Stückchen gefahren auf dieser gerade langen. Ich habe jetzt hinten eine Wandertafel gehabt. Valperisbrücke oder irgendwie so etwas. Und wieder eine Situation, die nicht auf der App und nicht vor Ort ausgeschildert ist, einfach abgesperrt. Keine Ahnung warum, das vorne steht ein Fahrzeug. Ich fahre mal dort vorne und frage die, ob ich da vorne kann. Ich muss hier geradeaus, nicht weiter weg ist mein Ort, wo ich jetzt zum Campieren muss. Also zu meinem Übernachtungsplatz. Ja, dort hinten war gerade einer beim Auto. Er arbeitet auch hier. Ich habe ihn schnell gefragt. Ich kann offenbar parallel hier unten dazu fahren. Oben ist eigentlich der Weg, den man auf der Aare sieht. Da unten sieht man nicht auf der Aare, aber wenn es der gleiche Weg ist. Ja, schade. Aber trotzdem, immerhin muss ich keinen Umweg fahren. Aber wie üblich, es hat wieder mal einmal nicht funktioniert mit der Signalisierung hier. Ui, 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 ja. Aare abwärts geht ja der Weg, so wie ich ihn fahre, so wie er auch ist. Ja. Und dort vorne sieht es aus, als wenn es schon regnet. Hey, weiter vorne in den Bergen. Und ich muss von hier jetzt noch etwa genau 19 km fahren. Richtig, ja, genau. Und auf der Rückseite, da gibt es gar keine andere Option, aber von daher kommt man halt nicht mit dieser Route, mit dieser Etappe. Da fährt man halt einfach auf der anderen Seite ab und kommt automatisch ab wieder zu der richtigen Nummer. Aber auf der Gegenseite, ja, ist es halt nicht wirklich klar gewesen, wo da oben. Ja, und ein Stück weiter oben. Und dann noch mal irgendeinen Bahnübergang, da muss ich jetzt gerade leider warten. Dann haben wir ein tolles Sitzbänkchen. Bei, ja, Werbung mache ich keine für die. Kann nichts mit denen zu tun. Aber schaut mal die Temperatur an. Im Leben ist es nicht so warm. Jo, 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 ihr seht sie. Da gibt es eine Haufen andere Route auch durchführen. Bedeutet, ja, da bin ich natürlich auch schon mal durch. He? Ja, was blende ich euch da ein? Das Nummer 50 blende ich euch da ein, wo ich da schon durchgefahren bin. Das 50 gibt es auch noch. Das heisst, da unten findet ihr ein Stauwehr, das Hagneck, also ein Wasserkraftwerk. Ein bisschen mehr zeige ich euch in einem anderen Film, wo ich euch unten eingeblendet habe. Und das heisst, da oben gibt es dann auch eine Wandertafel. Jop. Die heisst Hagneck EW, also quasi Elektrizitätswerke. Prima! Der Gegenwind hat mich ziemlich aufgehalten, zum Glück ist es noch nicht ein Schiff, aber
Bielersee-Region. Eben, wie gesagt, ist es die Erfahrung immer bei mir so gesehen. Das habe ich noch nicht gesagt, aber die Erfahrung, dass es eher schlecht ist. Man sieht auch schon den Wellengang dort. Es zieht immer oben an den Bergen durch. Und wenn man Glück hat, bleibt es dann und kommt nicht auf diese Seite. Okidoki, genug gelabert. Anscheinend gibt es hier noch ein Bistro, wenn man hier runterfährt. Das ist der Tafel vom Bistro hier hinten. Das war es dann gesehen. Also, weiter geht's. So, ich meinte letztes Mal im anderen Film an der gleichen Situation das angezeigt. Da bin ich auf den Steg rausgelaufen. Hier das Winden mit dem Wellengang dahinter. Das ist nicht wie Schiff fahren, sondern wie das so weit, weit hinten. Ja, das sieht man, dort ist schon ziemlich schlecht gewesen. Und dann zieht das hier durch. Ich habe ja gerade einen Tropfen gespürt. Mein Campingplatz ist noch gleich 10 Minuten weg, mein Übernachtungsplatz. Jawohl, da bin ich bis jetzt immer runtergekommen, weil ich die Strecke von der anderen Seite gefahren bin, mit einer anderen Nummer. Und wenn man hier runterkommt, hat man 14%. Ja, da ist halt ein bisschen Zeugs im Weg. So, jetzt 14% habe ich jetzt halt Steigung. Muss ich doch noch eine Steigung fahren. Bis ich in 1,7 Kilometer an meinem Ziel bin. Nee, das ist nicht mein Übernachtungsplatz. Ui, 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 ist dort hinten dunkel. Die Richtung fahre ich jetzt gerade. Im Moment habe ich Glück. Es tröpfelt nur immer wieder ein bisschen. Ich stehe bei einem Punkt, wo es dort hinten morgen für mich weitergeht. Nein, in die Richtung. Und ab diesem Punkt hier muss ich jetzt fahren, gemäß dem Gockel, zum 1,2 Kilometer zum nächsten Übernachtungsplatz kommen. Ich habe mich umentschieden. Ich erzähle nachher, wenn ich drinnen bin. Ich will jetzt noch zum Ziel, bevor es schifft. Also weiter geht es morgen dort hinten. Beziehungsweise ihr hört noch kurz am Übernachtungsplatz, was ich zu erzählen habe, warum jetzt nicht dort bin, wo ich hin will. Hallo! Ja gut, also jetzt wisst ihr Bescheid. Ich konnte eine andere Unterkunft buchen. Beim anderen Ort, Camping Lindenhof, wo ich hin will, wollte ich zuerst eigentlich fragen, ob ich es immer noch reinstellen könnte. Die haben aber nicht wollen, dass man es irgendwo hinstellt. Dort hätte ich es draussen hinstellen müssen. Und da war es mir überlegt, will ich es anstellen oder nicht. Und darum finde ich es noch toll, dass er dort so flexibel war. Und mir sogar noch gesagt hat, was es weiter vorne gäbe. Ich habe dann selber geschaut, was noch weiter weg liegt. Weil ich bin zeitlich heute so gut dran, dass ich heute noch mal fast 6 Kilometer weitergefahren bin. Dort noch wenig, aber von morgen wären das fast 85 Kilometer gewesen. Durch das habe ich morgen noch weniger Kilometer zum Fahren. He. Und darum bin ich weitergegangen und finde es toll, dass der andere Herr, wie gesagt, so flexibel war. Und jetzt bin ich hier in einem Mehrbettenzimmer. Dort hinten ist wahrscheinlich die Dusche um die Ecke. Doppelt so viel müssen zahlen wie ja, das ist Dusche. Aber da ist das WC, hast sogar im eigenen Zimmer WC. So viel müssen zahlen, wie wenn ich würde wahrscheinlich campieren. Ja. Nehme ich in Kauf, ist toll, ist gut. Eigentlich im Internet habe ich einen höheren Preis gesehen, hätte ich auch gezahlt, bevor ich weniger zahlen muss. Und nebenan dran gibt es gerade noch ein Restaurant, eine Bar oder was das Kreis ist. Aber gefunden habe ich es nicht auf Anhieb, da musste ich suchen, habe ich denen schon gesagt. Das müssten sie besser ausschildern. Man sieht es kaum. Also es hat auch kein Pfeil nichts, man weiß nicht, wo die Rezeption ist. Aber für Leute, die sich nicht auskennen, die hier auch gesehen sind, die müssen zuerst suchen. Es hat gerade auf den Schiffen nachgetan, wo ich dann gesehen bin, und auswählen. Und ich habe gesehen, da kommt man nach Erdleben, ganz modern. Hinten hat es einen Container in der Ecke vom Haus, wo man den Schlüssel kriegt. Den muss man aber wieder abgeben. Ich kann erst am Morgen um 7 Uhr an der Rezeption den Schlüssel holen. Vor allem, was ich früher fortfahren wollte, von da, wo ich jetzt bin. Ich plane es unten rein, wie es heisst. Die müssen das Velo irgendwo draußen anstellen. Und die Wertsachen können da nicht viel haben, aber ein bisschen, was wir noch haben, da gibt es anscheinend auch noch die Möglichkeit, irgendwie Wertsachen zu versorgen. Ja, wie man kann. Ich würde heute oben. Also, es kann weitergehen.
Das, was ihr hier seht, sind ihr sonst nicht von hier, sonst müsst ihr extra hier rauf. Denn ich habe ja gesagt, es geht weiter morgen dort unten. Ja, dort unten geht es auch weiter. Aber ich musste hier über die Brücke müssen, um Übernachtungsplatz zu kommen. So, Deliso. Also eigentlich ist es ja nicht eingesehen. Gestern hätte ich auch noch schnell hier anfahren können. Dann hätte ich aber alles wieder zurück müssen, wieder Übernachtungsplatz weiter dort in die Richtung liegt, wo ich jetzt hergekommen bin. Und der offiziell ausgeschilderte auf der App Andy ist es auch nicht, weil der eben auch dort unten ist. Und dann bin ich weitergefahren. Ja, einen halben Kilometer oder so, eben, ist ja nicht weit gewesen. Weil hier befindet sich gerade noch eine Wandertafel. Und bei dieser Wandertafel, Nidau-Büren-Kanal, beende ich den Film, wo ja, ihr jetzt gesehen was es dort gesehen hat. Und hoffe, dass ihr auch weiterhin dranbleibt und neugierig seid, was ich euch sonst noch so zeige. Unterwegs auf meinen Touren in der Schweiz. Vielen Dank, dass ihr dabei gesehen seid. Und bis zum anderen Mal. Bye bye.